Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Entschuldigt die Verspätung. Wie ist es? Ey, wir sind spät dran im Moment immer hier, 23 Uhr. Aber ich hab's halt sehr schwer. Ich habe bis 22 Uhr die Chess24-Kommentare, die Champions Chess Tour. Da musst du was essen. Also, früher ging's nicht. Aber da sind wir. Stoffi, vielen Dank für Le Sub. Wir spielen eine Stunde Schach, hoffentlich erfolgreich, für die Stimmung. Und dann, Basti, schlechte Neuigkeiten. Vampire Survivors, neues Patch. Brauchen wir ja, falls hier irgendwelche Challenges losgehen. Nützt alles nichts. Ehrlich gesagt, moin Jan, ich spiele gerne schwarz. Und ich mache immer erstens D5. D5 wird als erstes Zug. Spricht er was gegen? Ja, komm, wisst ihr noch, was Weiß macht, oder? Wenn die C4 spielen, ist nicht so gut. Wenn sie E4 spielen, ist nicht so gut. Wenn sie D4 spielen, kannst du mal. Broken Chance, danke für den Sub. Alexis Gino, einen wunderschönen guten Abend. Um die Zeit noch was essen, ist ein bisschen verrückt, stimmt. Da war Pizza, also was Leichtes. Schluck Wasser. Boah, bisschen heiß. Was spielen wir heute? 5 Minuten? 3 Minuten? Versuchen wir 5, oder? Hier, Speedrun auf 2.7 Chat mit Schachbrett. Haben wir ein Schachbrett? Tada. Ah, das sieht nicht so schick aus, das Schachbrett. Why exactly? Muss erstmal einen Zug machen, dann schnibbeln. C5, ja, aggressiv heute. Bau nach D5. Komm her mit deinem Volga Gambit, Alter. Bau nach E3. So spielen es die ganz Großen. Hier verteidigen. Weiter weiß ich nicht. Machen wir so. Sprenger raus. Weg da. Jetzt mischen hier Platz nehmen in der Mitte. Jetzt gibt's schon Fragen. Verteidigen wir diesen Läufer oder ziehen wir ihn weg? Und nichts von alledem. Ich ziehe mal meinen Läufer raus auf doof. Wir haben Bauern mehr. Das ist das Gute am Volga Gambit. Das Schlechte ist, dass die schwarzen Züge relativ einfach zu machen sind. Objektiv sollte es alles ein bisschen angenehmer für Weiß sein. Aber, wie gesagt, gerade im Blitzen ist es natürlich schon auch ein Vorteil, die Züge einfach schnell machen zu können. Damit D2 wahrscheinlich nicht gut. Ich denke, ich hätte hier hingehen sollen. Noch ein Auge auf den Bauern haben. Ich wollte irgendwie hier mit Läufer H6 rumnerven. Aber jetzt kann er halt auch gegen rumnerven. Das muss ich ja wegnehmen. Schweren Herzens. Und Läufer H6. Dann hängt der Bauer halt. Gefällt mir nicht so. Was können wir tun? Vielleicht Bauer nach A5. Ist das schlau? Mal gucken, was passiert. Nicht so Standard für Volga, den Bauern nach A5 zu stellen. Weil er natürlich auch zur Schwäche neigt. Aber er hat vielleicht auch Vorteile. Ich weiß es nicht. Den müssen wir decken. Das Problem an dieser Struktur ist, dass es ein bisschen zu leicht für Schwarz zu spielen ist im Blitzen, wie gesagt. Ich glaube, objektiv mit viel Zeit ist es alles angenehm für Weiß. Aber es ist halt mit Weiß schwerer zu spielen und es negiert so ein bisschen, angenommen, ich wäre der bessere Spieler, ist natürlich nicht Weiß, diesen Vorteil, den man manchmal hat, weil die schwarzen Züge halt leichter sind und ich nicht so genau weiß, was ich machen soll. Was vielleicht dafür spricht, dass ich nicht der bessere Spieler bin. Aber wisst ihr, wie ich meine? Es ist irgendwie, deshalb spiele ich auch so häufig dritten Sprung F3, weil ich hier im Blitzen echt häufig ausgespielt werde.
Vielleicht soll ich mal dran arbeiten. Aber wer hat die Zeit? Na gut, erstmal alles zurückziehen. Ist immer gut. Dann C2 oder D3? Vielleicht so, um zu verwehren. Okay, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, sonst ist die Laune gleich wieder im Eimer. Phantoisen, vielen Dank für den Sub. Hype Train läuft. Subbt rein. Uff. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ich muss irgendwann mal H4 spielen oder so, dass ich hier nicht auch noch Grundlinienpech habe. So, was ist jetzt hier los? Schlägt, Dame schlägt, Turm B1, Dame schlägt C3, Dame schlägt A6. Steht wahrscheinlich nicht besser, wenn wir ehrlich sind. Ah, es gibt auch Springer B4, aber dann habe ich Dame B5. Nützt ja nichts. Immerhin ist meine Stange jetzt nicht mehr so schwer zu spielen. Ich will ja mit dem A-Wochen vor. Und der neigt nur etwas zur Schwäche. Vielleicht geht's einigermaßen. Master, hast du auch so schnell gespielt, ne? Muss den Turm decken. Greifen den hier an. Turm A8. Dann könnte ich überlegen, ob ich mir endlich mal ein Luftloch machen, was zu drohen. Oder ich könnte dümmer, aber vielleicht effektiver diesen Bauern schlagen, was ich auch jetzt tun sollte. Wegen Bauerwerkssituation. Berliner Mickey sagt, hallo Herr Gustafsson. Kannst mich Jan nennen. Vielen Dank für Ihre tollen Videos auf YouTube. Dankeschön, Dankeschön. Sind auch alle auf Twitch hier. Schön, schön, dass Sie dabei sind, Berliner Mickey. Turm B8, was ist hier los? So viele Möglichkeiten. Na, erstmal Bauer vor auf doof, oder? Immer weiter. Läufer D4, haben wir eine Rechenhose hier irgendwo rumliegen? Kann ich so spielen zum Beispiel? Kann so falsch nicht sein, oder? Hui, hätte nochmal gezaubert hier auf den letzten Metern. Habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Och man, immer wird gegen mich gezaubert. Schön gespielt. Jetzt kann ich, glaube ich, gewinnen, ne? Hilfe! Läufer D6, Turm 1. Schlägt, Läufer schlägt. Was kann ich sonst mal? Ich kann nichts tun. Die Zeit läuft. Oh no! Panik! Verliere, glaube ich. Das wäre bitter. Oder Remis, noch schlimmer. Woran überlegt er jetzt? König G8 ist Remis.
Ich weiß, Chat. War mal in einem Zug. Schreib's in die Kommis. Huiuiui. Geht gut los. Aber schön gesehen von ihm. Ich dachte echt, die Partie ist vorbei. Ist Rematch? Ne, wir können Rematch. Oculitist sagt Glück gehabt mit dem ersten Kommentar. Glück gehabt. Sag doch Hallo oder toll gespielt, wie du da noch den Doppelangriff gemacht hast. Oder spannend. Glück gehabt. Glück. Kenn ich nicht. John Travolta sagt, welche Öffnungen eignen sich gut für Einsteiger? Die guten Öffnungen sind super für Einsteiger. So, also Bau nach E4, Bau nach D4, Mitte besetzen, rochieren, Figuren rausbringen. Das würde ich für Einsteiger empfehlen. Sonst kann ich meine 47-teilige Serie, unsere kleine Schachschule, zur Einsteigeröffnung empfehlen. Was machen wir hier? Sergi. Schön Königsinn, ne? Hier kommen Rochade. D-Schlicht E5 ist ja meine Spezialität. Aber heute, weil ich so mutig bin, spiele ich einmal D5. Hier weiß ich nicht, macht man Läufer G4, macht man nicht Läufer G4? Nehmen wir mal nicht. A5, was ist das denn? Können wir wegnehmen. B schlägt A. Oder Springer schlägt. Oder hier so. Dann hier so. Oder ich mache einfach links wie rechts. Erst hier. Dann hier. Dann kann ich hier mit Läufer noch gleich weiter nerven. Attacke. Berliner Mickey sagt, gibt es die Möglichkeit, dich mal in einem Pen and Paper bei RBTV zu sehen? Würde es echt feiern. Ne, gibt's nicht. Aber Werwolf, Werwolf wäre am Start. So, hier Turm C1. Diesen Freitag, Werwolf. Ich Wolf. Wer nicht Wolf, der fuchst schon. Springer Wolf. So, habe ich mir das gut überlegt? Leider nicht. Leider habe ich mir das nicht gut überlegt. Oder? Kann ich irgendwie direkt gewinnen? Ich würde gerne irgendwie direkt gewinnen, aber ich sehe es nicht. Also stelle ich hier einen Läufer rein, oder? Kann ja so falsch nicht sein. Berliner Mickey sagt, ist Pen und Paper nicht so dein Ding? Doch, ich finde Pen Paper super. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich glaube, ich finde das super. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir da reinkommen. So, wie gewinne ich denn jetzt? Das weiß ich auch nicht, leider. Sprint C3 ist ein bisschen sehr devot. Fällt nichts ein. Ich wegnehme. Schlägt, schlägt, schlägt. Nicht so richtig, ne? Es gibt bestimmt irgendwas Schlaues. Ich sehe es nur wieder nicht. Muss ich doch devot spielen. Es fühlt sich falsch an.
Ja, zum Glück stehe ich sehr, sehr gut. Das ist der Vorteil, den ich habe. Kneipenquiz wie eine Maschine. Das trainieren wir hier auch regelmäßig. Man spielt ja nicht so, dann ist das Brett doch viel größer. Alle. Okay. Es dauert immer noch hier, ne, bis wir irgendwie Fortschritte machen. So langsam verliere ich die Nerven. Wann matt? Ist immer noch kein matt. Caruso, ich grüße dich. Mit Twitch Prime gibt's kostenlose Subs, sagt Caruso. Na, wie kriegt man Twitch Prime? Jack Caruso ist unser Businessberater. Wird von vielen, vielen Größen der Twitch-Branche in Anspruch genommen für Tipps. Phil Nordegger sagt, hey, bist du ein Echt-Gam oder wie? Nee, ist nur so ein Internet-Ding. Ich dachte, gib mehr Klicks. Nein, Spaß. Ich bin so lustig heute. Ich bin ein Echt-Gam. Schachgroßmeister-Chat. Ich spiele eigentlich nicht sehr, wie ist der Fachbegriff, gut gerade. Ich höre hier so. Sergi leistet hier zähe Gegenwehr. Also er steht ziemlich hinten drin. Dieser Läufer ist schon sehr lästig, aber er kämpft. Hart, aber unfair. So, irgendwas habe ich geplant. Dahin, GF, Turm F3, Dame G7. Das ist das Lästige am Königssinn. Man muss immer aufpassen, dass man nicht doch matt wird aus Versehen. Das sollte schon irgendwie funktionieren, ne? Nur wie. Läufer H3 ist der devoteste Zug. Say no more. Zeit läuft schon wieder, ne?
25 Sekunden, ey. Ich muss langsam ein bisschen Gas geben. Die nehmen wir. Uff. Ja, ja, ist noch nicht sehr souverän hier alles. Ich gucke kein NFL, aber NBA. Heute Abend, ich weiß nicht, wie lange ich noch wach bleib. Aber 2.30 Uhr, Celtics gegen Miami. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Da will ich nochmal mit uns spielen. Dann nicht. Best Mate, sag. Könntest du dich selbst so zurücknehmen, dass du gegen einen Tausender Leeches Elo eine faire Partie spielen könntest? Wie meinst du mit fair? Ich soll so schlecht spielen, dass die Partie spannend ist, oder wie meinst du? Ja, könnte ich, aber why? Mein Lieblings-NBA-Team, ey, ich wechsle immer. Dallas, da bin ich natürlich hier seit den Dirk-Zeiten schon Fan. Sonst ist immer mein Lieblingsteam, die gerade geht, eine Chance haben, gegen LeBron zu gewinnen. Ah, jetzt von den Verbliebenen. Gut, ich vermute, dass Dallas keine Chance haben wird gegen Golden State. Golden State in 5. Irgendwie bin ich Boston. Ich bin Boston-Fan. Also ich bin ein Erfolgsfan eigentlich. Und Hater. Die Rede von Kerr habe ich sogar retweetet, ja. So, ist da jemand? Sonst müssen wir wieder auf 3 Minuten wechseln. Aber wir sind bei 5 Minuten schon zu langsam. Tobi fragt, wie wird man Schachgroßmeister? Es gibt verschiedene Wege. Das gängigste ist, also in Deutschland jedenfalls, dass man so mit 5 Jahren zu Hause rausgeschmissen wird und dann ein paar Jahre im Wald lebt, dagegen viele wilde Tiere kämpft, aber halt auch von einem Idiot Savant, der auch im Wald lebt. Also es gibt verschiedene Wälder natürlich in Deutschland, im Schach und in der Kunst des Überlebens unterwiesen wird. Und wenn man dann bis 8 überlebt hat, dann kommt man kurz zurück nach Hause. Da muss man gegen seinen Vater im Schach gewinnen. Was nicht leicht ist, weil natürlich die meisten Väter, die ihre Kinder in so eine Ausbildung geben, die auch selber durchgemacht haben. Aber wenn man das schafft, hat man das Recht erworben, den örtlichen Pionierpalast zu besuchen. Was so ein bisschen mit Schule vergleichbar ist, nur dass man halt statt Lesen und Schreiben nur Schach lernt. Und wenn man das macht, dann hat man irgendwann, meistens so mit 18, bei mir mit 17, weil ich eine Schachpionierklasse übersprungen habe, hat man eine Abschlussprüfung. Und wenn man die besteht, also man braucht 4 von 15 Punkten, was leicht klingt, aber durchaus trickreich sein kann in der Praxis, dann kriegt man den Großmeistertitel verliehen. Also ist am Ende so eine Abschlusszeremonie und die es geschafft haben, ist meistens so 40-50%, je nach Jahrgang. Die kriegen dann eine Urkunde und den Großmeistertitel. Also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. War natürlich voller Entbehrung, aber dafür habe ich jetzt die Urkunde. Ich hatte 11 Punkte tatsächlich in der Großmeisterprüfung. Ich hier weg, also nur weiß hier weg. Ich glaube, wenn er es nicht macht, nehmen wir weg, oder? Vielleicht erst Springer zu 6, ich bin nicht sicher, Schrauber wegzunehmen. Naja. Was geschehen ist, ist geschehen. ST Brumme sagt, sehen alle Germs gut aus? Nee, hat nichts mit dem Aussehen zu tun. Es hilft natürlich, also wie es allgemein hilft im Leben. Die Lehrer geben einem unterbewusst, wenn man jetzt so unglaublich gut aussieht wie ich, natürlich wahrscheinlich bessere Noten und lassen einem auch mal 5 gerade sein, wenn man ein bisschen Faxen macht. Denn auch wenn man natürlich in einem Pionierpalast, der nur dem Schachspiel gewidmet ist, schon sehr auf Schach fokussiert ist, versuchen natürlich trotzdem viele eine normale Kindheit zu haben. Und das wird da nicht gern gesehen. Bauer nach E4. Tja, hat's ja ein paar Figuren raus, oder? Weiß ich nicht. Bisschen aggressiv gespielt. Ah, sieht gut aus, oder? Also ich. So. Bauer nach D3. Oder Bauer nach E4. Lacht mich beides an. Einmal mal so. Jetzt pass mal auf. Zeig dir Bauern und Schachtricks wie Kasparov. Ah, nicht ganz wie Kasparov. Tuh, nimm weg. Den kannst du haben. Gönn dir. Will er gar nicht. Dann gönn dir nicht.
E4 wäre normal, dann kommt Läufer G5, nervt mich ein bisschen. Also auch nicht doll, aber ein bisschen nervt es mich. Ich glaube, ich gehe erstmal weg. So vielleicht, ist ein bisschen dumm aus. Warum nicht? Ganz egal wo. Fällt nichts ein. H6 ein bisschen Lash. Springer F2 geht auch nicht so richtig, ne? Habe nicht so doll gespielt. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, habe ich es nicht so doll gespielt. Puh, der feine Herr kopiert hier einfach meinen Zug. Du kannst auch deine eigenen Züge machen. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Jay muss mich erinnern, hier umzuschalten. Heinz, danke für die 5 Euro. Sprenger nervt. Mal loswerden. Gibt es sowas wie die Schachhand? Analog Tennisarm? Ja. Ich habe mal den rechten Arm gebrochen. Und da muss ich mit links spielen. Und das funktioniert nicht. Weil meine Theorie, die ich habe nicht die Zeit, das zu verifizieren, ist, dass die linke Hand mit der anderen Gehirnhälfte verbunden ist und deshalb irgendwie andere Züge macht. Ich bin auch Wissenschaftler, Chat. So, ich stehe ganz gut, glaube ich. Wegen besserer Stellung. Nicht weg. Ich weiß nicht genau, was er will. Wahrscheinlich Läufer H3. Kannst du von mir aus machen. Gehen wir wieder weg, oder? Kann man hier tauschen. Ich bin kein Virologe, das ist korrekt. Trotschach. Ja, Schachtrunk ist gemein. Da gibt es Smokestacker sich geschlagen. Ja, die Dame, die pariert, kommt der Bauer. Ragnar Lodscher, da hat man eventuell einen Vorteil als Gegner, wenn man keine Zugfolgen kennt und so unvorhersehbar ist. Ja, das ist im Schach ein riesiger Vorteil. Deshalb beschäftigen sich die besten Spieler auch alle absolut nicht mit Schach, weil dadurch wissen sie nichts und sind dann vollkommen unberechenbar für ihre Gegner. Das ist ein beliebter Trick. Elektronomikon sagt, probier schon länger, klappt nicht so toll. Du musst aufhören, den Stream zu gucken, Elektronomikon. Das ist die einzige Chance. Flutlicht ist auf dem richtigen Weg. X1AB sagt, so mache ich das auch, nur der Erfolg ist irgendwie bis heute ausgeblieben. Ja, ihr guckt alle zu viel Schach. Ich habe keinen Bock auf Portal. Das würde mich vollkommen in den Wahnsinn treiben. Furious Fabi sagt, würdest du dich selbst auch als Helge Schneider des Schachs bezeichnen? Ja. Aber eher so 0-0 Schneider-Phase.
Helge Schneider oder Doc Schneider. Nicht so Praxis Dr. Hasenbein, Helge Schneider, da habe ich mich nicht so wiedererkannt, aber sonst ja. Was ist denn LM für ein Titel? Hab ich noch nie gehört. Ist LM ein Titel? Ah, Live Master. Die Amis haben ja irgendwie komische Titel, die sie sich selber ausdenken. National Master, Live Master, dies, das Master. Null, null, Schneider. Oh, Rage Tilt. Fiedemeister. Rage Tilt können wir. Läufer raus. Hier kann ich mal so. Ganz egal wo. Ich weiß, wie er das macht. Heute dies, morgen das. Läufer 6 ist sehr Lash. Spreche ich von, fürs der kritische Zug. Aber ich war in Lasher Stimmung. Wie Harald. Aber ist ein bisschen lasch, gebe ich zu. Läufer 5, Ausrufezeichen. Zeigt tiefes Verständnis dieser Struktur-Chat. Wenn wir den Läufer hier loswerden, werden wir nicht mehr matt gesetzt. Läufer A6, er denkt jetzt, er muss den Läufer behalten, wegen meines tiefen Verständnisses. Aber das ist natürlich Quatsch. Wir können nicht beide tiefes Verständnis haben. Turm D1 zeigt auch tiefes Verständnis. Weil ich jetzt den Läufer gleich wieder abtauschen kann. Die Leute sehen mich und sie meinen, es wäre deepes Zeug. Fast so wie dilated people auf Deutsch. Sorry, ich bin wie üblich komisch gelaunt. Eigentlich bin ich total sympathisch. Ich bin nur mit mir selbst nicht im Reinen. Deshalb, manchmal wirkt es dann unsympathisch. Was muss ich hier machen? Hier? Gehen wir zurück, dass der Springer nicht irgendwie hier auf dumme Gedanken kommt. Und dann hier kann ich weiter nerven. Danke, Wiebke Maus, dann bin ich beruhigt. Ja, das wollte ich hören. Fishing for sympathisch, Mens. Warum hebst du dein Kinn, wenn du nachdenkst? Mein Arzt sagte mal, Kopf hoch. Also mein... mein Bewegungsarzt. Der Psychoarzt sagt, nee, lass Kopf unten, Alter, hat eh keinen Zweck. Vielleicht brauche ich einen anderen Psychoarzt. Ist das der Fachbegriff? Psychoarzt, ja, ne? Was ist hier schon wieder los? Du willst mich immer noch matt setzen, ne? Jetzt sieh doch mal ein, dass das nichts wert. Psychodoc, ja, das meinte ich. So, jetzt haben wir die Struktur, die wir wollten, nach harter Arbeit. Das war Lackmann, ja. Ich hatte eine sehr lange Kreuzfeld-Jakob-Phase. Die Rap-Gruppe fand ich auch gut.
So wie gewöhnlich jetzt, ich stehe gut, aber gut stehen ist ja manchmal erst die halbe Miete, ne? Vielleicht erstmal mit dem Bauernfeuer auf Dorf. Sprenger da wieder hin. Muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen den Sprenger hier wegziehe. Den brauche ich noch. Ein paar Türme können wir tauschen. Such du dir aus, welches. So, bringt das was? Bringt auch nicht so viel, ne? Wir ziehen hier erstmal vor. Zweifelsfall Haber und vorziehen. Alte Schachregel. Du ziehst immer schnell irgendwas, ne? Rage Tilt. Einiges gegen ist eine Taktik, die ich durchaus nachvollziehen kann. Ich muss hier irgendwann mal was tun, glaube ich. Hui, so flink damit G4. Mit Pre-Move sogar. Muss jetzt noch rechnen, meine alten Tage? Sprenger E3. Sprenger 4, glaube ich, nicht so schlimm. Sprenger E3 macht mir ein bisschen Angst. So aggressiv. Was habe ich denn gemacht? Das kompliziert schon wieder. Wenn ich gesehen, warum sehe ich denn nie was? Mann, Tilt. Oh, ich Idiot. Na gut, nehme ich weg. Nee, kann ich nicht. Dame C6, Dame F2, Sprenger. Eieiei. Nicht mal klar die Stellung, ey. Schön gespielt, Jan.
Er hat jetzt gewonnen. Wer? Er hat auch noch gewonnen. Ey, das nervt mich auch an Nietzsche. War das schlecht. Okay. Jetzt muss ich ein Exempel statuieren, was auf Tilt immer gut funktioniert. Eieiei. Wie schlecht, ey. Okay. Chat bei euch so? Ich tilte sehr schnell, sollte ich dazu sagen. So, das ist eigentlich eine Remis-Variante, ne? Wie gewinnen wir diese Remis-Variante? So, wie funktioniert das? Läufer B7 oder Springer C5 erst? Ich mach mal so, kann mich nicht erinnern. Vielleicht machen wir erst Springer C5. Fühlt sich schon irgendwie falsch an, was ich gemacht habe. Naja, wie schlimm kann es sein? Muss ich rechnen. Schlägt. Nicht so klar alles leider. C4 habe ich nicht gesehen. Guter Zug. Muss man leider zugeben. Turm E5, Läufer C5. Turm E1, Läufer C5, Springer C5, das ist nicht toll. C5, Läufer F6, vielleicht sehe ich das mal. Fühlt sich auch nicht so toll an, aber nützt ja nichts. So, schlägt, H6, auf F6, ja, schlägt schlechter. Okay, schön gesehen. Geht nichts Tolles, ne? Stehe ich schon richtig schlecht? Vielleicht stehe ich schon richtig schlecht. Merkwürdig. Ich sehe nichts Vernünftiges.
Den nimmt. Ich hätte eher Angst vor Spanien D7. Okay, das nehmen wir hier weg. Ist immer noch verloren. Auf C6. Was anderes, Lauf E6. Kommt auf selbe raus, ne? So, sorry, Chat. Muss die Fokus so anziehen. War ein eher knapper Sieg, sagen wir mal. Aber nehme ich. Hier wollen wir es ausdiskutieren. Ich kenne doch Rage Tilt, der kann nur eine Variante. Den Schlag Menschen kennen wir. Na komm, nochmal. Ist der One-Pawn-Man, so sieht's aus. Los, Geschenke, Dankeschön. Für B4 gehen wir weg, oder? Tenacious Tim 1, danke für den Sub.
Turm C1, Mission Lash. Sprenke 5 war extrem random. Mir war danach. Diese Entscheidung sollte Schwarz natürlich halten, aber es ist schon ein bisschen Leiden normalerweise, weil er halt die Bauernschwäche hat. Ist jetzt nicht übertrieben Leiden, aber es ist auch nicht Schachspielen ohne Leiden. Jetzt werde ich auf F3 nehmen. Okay, F3. Na gut, glaube ich dir mal. Glaube ich dir mal. Ja, setz mich matt, Francesco. Komm, greif noch ein bisschen mehr an. Komm näher. Ich soll dich nicht provozieren, ne? Wahrscheinlich bin ich gleich matt. Das Schach lässt sich nur schwer leugnen, dass das ein Schachgebot ist. Hä? Hätte ich wegnehmen können, ne? Hä? Ich träume von mir her, ich habe geglaubt, dass ich nicht schlagen muss, dass ich nicht schlagen kann. Ich hätte den Springer schlagen können. Das wäre legal gewesen. Manchmal vertraut man dem Gegner. Sollte man nie machen. Immer schlagen erstmal. Eieiei. So, jetzt überlegen. Gar keinen Bock. Turm C8, Springer G2, Springer C2 oder Springer C6, Springer G2, Springer E5, Turm E3, König D2. Sieht aktiver aus, oder? Wir machen das aktive Chat. Wir sind aktive Typen hier. Typen, die dachten, sie können es wie wir in Hamburg City machen. Sprech 5, HG, Sprech 7, oder? Funktioniert das? F7, Springer 5, Springer G5, König G6, schlägt, GH. Ach man, warum muss Schach immer so kompliziert sein? Man kann man nicht einfach mal gewinnen.
Ist mir zu kompliziert. Ach Mann! Okay, ich hätte vielleicht einen Sprenger schlagen sollen. Sprenger 7, Sprenger 5, Sprenger G5 war nicht so klar. König G6, Sprenger E4, DE, König E4, GH3 und der Haber und F drum, das habe ich gesehen. Sorry, ich diskutiere im Chat. Aber du willst nicht mehr? Ich wollte doch Exempel statuieren. Wie soll ich Exempel statuieren, wenn du aufhörst? In Vogue Laserkunge sagt, Jan Ede sucht Schachlehrer für 30 Euro die Stunde. Ich koste mehr. Oder gar nichts. Das sind so die Möglichkeiten. Der hat auch gesagt, nehme ich gar nichts. Nee. Oh, ein 2-7er Chat. Medarde. Das kennen wir doch, ja. Medarde bestimmt auch. Wirkt wie ein Studiosus. Macht auf mich, ich krieg starke Studiosus-Vibes hier von Medarde. Seht ihr? Hat er alles einstudiert. Okay, ich auch. Aber Medarde ist Studiosuser. Hey, hör auf, so schnell zu spielen! War da C3 nicht schlecht? Ich kann auch nichts merken. Hat sie jetzt das Pferdchen weg? Haben wir Turm B8? Ich weiß es alles nicht. C5? Kann ich C5 spielen? Machen wir so. Er hat so schnell gespielt, es hat mich verwirrt. Durchgerechnet, kann ich Sprenger C2 machen? Ich will eigentlich Sprenger C2 machen, weil ich ehrlich bin. Aber ich könnte, ne? Das müssen wir erstmal festhalten. Ja. Ich hinge. So, muss ich gleich wieder rechnen? Gar keinen Bock. Okay, H3 muss er spielen. Gewinne ich dann irgendwie so Sprenger F3 oder so? Das wäre natürlich gut. Ich sehe noch nicht so recht wie. Sprenger C2 sieht ein bisschen läsch aus. Man überlegt Francesco so lange H3 muss. Vielleicht kann ich gleich was Lustiges machen. Ja,
es gewinnt noch nicht. So, Läufer B7 sieht normal aus. Ich habe überlegt, Springer B5 könnte ich Dame H3 spielen, was lustig wäre. Aber nicht gewinnt. Ich will ja auch gewinnen. Ich mache erstmal. Mal gucken, was er macht. Er Springer D5 spielt wahrscheinlich. Eddie sucht Schachtrainerin, gucken wir uns gleich an. Al Carbone sagt, was gab es eigentlich in der neuen Chicken Chess Club Folge? Ich kann da nur empfehlen, reinzuhören. Also es ist ganz schwer zusammenzufassen. Es gab viele Highlights von Beleidigung, feindlicher Podcast, Beleidigung, feindlicher ist übertrieben. Schachverbände, andere Beleidigungen, also es war wild. Dame A4 jetzt schon bestimmt gut, oder? Ja, Angst vor Springer C2, ja, ich will eigentlich matt setzen hier. Springer C2 will ich doch gar nicht. Elmshorn. Schleswig-Holstein oder so. Kann ich hier nicht matt setzen? Ey, es fühlt sich so mattig an. Nehmen wir mal so auf, du. Medarde, qu'est-ce qu'il y a? D7. Diese Politik. Ist nicht matt. Ich habe so viele Figuren. Irgendeiner von denen muss doch matt setzen, oder? So zum Beispiel. Es fühlt sich sehr matt an. Behaupte ich einfach mal. Jetzt hier wegnehmen. Es hört sich krank an. Ich will an allen Ufern ankern. Ich lasse Matschat. Oh, machen wir Rematch. White Pieces haben wir. Ui, so wie ich. Ich muss etwas Langweiliges machen. Obwohl immer Theorie-Battle ziemlich hoch gewonnen. Aber kann ich irgendwas Gemeines machen? Ja, immer was Langweiliges. Ist schon sehr langweilig, gebe ich zu. Aber nicht ohne einen Schuss Gift. So wie meine Kommentare. Langweilig mit einem Schuss Gift. Zwischenzug. Wenn das mal gut geht hier, Francesco. Nehmen wir weg, oder? Erstmal Schach.
Oh, hängt. Von Hanks. Es fühlt sich falsch an. Ich sollte aufhören, Züge machen, die sich falsch anfühlen. Mach doch lieber Züge, die sich richtig anfühlen. Läufer C5 fühlt sich falsch an. Ugh. Vom Feeling her habe ich kein gutes Gefühl. Ich stehe gut, aber Läufer C5 war irgendwie wieder. Ja. Das ist Schach, oder? Ich sehe nicht, wie ich direkt gewinne. Sehr frustrierend. Ich würde sogar direkt gewinnen. Ich sehe es einfach nicht. Wir drohen Schachchat. Ist nicht so leicht zu parieren, wie man mal denkt. Springer C7 muss machen, Medarde. Nu. Okay, F1 ist natürlich ein bisschen im Fuß vom Gas. Ich will auch nicht irgendwie Grundlinienpech haben.
Bisschen wack gespielt. Oder soll ich CB machen? Ich weiß nicht, was besser ist. Was hier los? Raid Alarm? Eddie, grüße euch. Ich muss hier kurz irgendwie unfair auf Zeit gewinnen, dann sind wir am Start. So wird's gespielt. So wurde Schach gespielt bei Gardez. Wie läuft's? Mir wurde zugetragen, du suchst einen Schachtrainer. Oder eine Schachtrainerin natürlich. Eddie akzeptiert dich als Trainer, aber du musst darum kämpfen. Sonst nimmt er Oliver Storck. Ich erkenne hiermit Oliver Storcks Überlegenheit an und gratuliere ihm zu der prestigeträchtigen neuen Position. Herzlichen Glückwunsch an Oliver Storck. Ja, wir machen Rematch. Also, ich habe getan, was ich konnte, aber manchmal muss man einfach wissen, wo seine Grenzen sind. Ach ne, die Variante ist so langweilig. Stellst du jetzt schon um auf Langeweile, Medarde? Ja, Attacke. Dame angreifen. Der ist einstudiert, das ist ein Theoriestudiosus. Was machen wir hier? Dame D6, wenn was Verrücktes, ne? Macht man das? Ja, das ist ein reiner Studiosus. Spielt man Dame D6? Sieht dumm aus, ne? Ich frage, was mein Preis pro Stunde ist. Ich bin sowohl teurer als auch schlechter als Oliver Storck. Kann ich den wegnehmen? Keine Ahnung, wie scheiße. Dame E1, machst du so mal unser Tempo? Was ist denn los mit dir? Was eine Schachmaschine, Alter. Hier, was mit FM Medarde? Er will tauschen, ne? Wollen wir tauschen? Wahrscheinlich haben wir keine Wahl. Oh, ist so langweilig, die Variante, ey. Ist echt eine der langweiligsten Varianten der Welt. Turm FD1. Ich kann auch nichts machen. Der Läufer ist zu mächtig. Ich muss mal tauschen. Medarde, Alter. Wie soll ich denn so schnell 2-7 kriegen, wenn du hier alles wegtauscht?
Ja, komm, behalte mich da mal auf dem Brett. Du hast eine Chance. Bisschen aufpassen, dass ich nicht matt gesetzt werde. Turm B2, Turm F8. Turm C2. Wird schon gut gehen. Es ist noch immer Jodjejang. Sagen wir in Köln. A7. Er ist auch ein bisschen auf Tilt, ne? Das müssen wir uns zunutze machen. Diese leichte Grundtiltung bei Medarde. Ey, Chat ist auch schon lange nach Mitternacht. Wir wollten eigentlich schon um Mitternacht in Vampire Survivors Modus sein. Küche wegnehmen, dann C8, Küche A7, Dame H3. Das hast du dir so gedacht, ne? Das hat er sich so gedacht. Tja, ist ja nichts. Nach H3 ist hier kein Schach mehr, ne? Ich sag's nur. Okay, da ist noch ein Schach. Ich wollte es nur gesagt haben. Wir müssen dauern, bis wir hier Fortschritte machen. Aber wir haben ja Zeit. Pattern hast du jetzt raus, ne? Mit der Dame auf der D-Linie den Turm angreifen. Das hat er jetzt drauf. Hat er jetzt drauf, sage ich doch. Aber was ich hab, sehr viel Geduld. Lass dir Zeit, Medarde. Es ist wichtig, in solchen Stellungen keine voreiligen Entscheidungen zu treffen. Das ist das A und O, hier sich in Ruhe zu überlegen, was man macht und nicht auf einmal in irgendeine dämonische Falle zu laufen. Da kann ich wirklich nur vorwarnen. Das ist ganz gefährlich. Aber er nervt ein bisschen, muss ich schon zugeben. Die Stellung ist halt auch sehr Remis, ne? Aber E7, Dieb. Ist was dabei gedacht oder kann ich einfach den Bauern wegnehmen? Ich weiß immer nicht, ob er sich was dabei gedacht hat oder ob er was eingestellt hat. Sie soll wahrscheinlich selber nachdenken, ne? Da hat sich was bei gedacht, ne? Ich wollte den Turm nicht dahin ziehen. Ich dachte, er stand da. Naja, super Zug bestimmt. Aber es war nicht geplant. Ich dachte, er stand da. Zum Glück hängt nichts.
4. Das Bauernspiel, gewinnen wir das? Probieren wir, oder? Was haben wir zu verlieren, Chat? Ich kann leider nicht rechnen. Die alte nicht rechnen können, Schwäche. Nein, das gewinne ich nicht, ne? Wie unverdient wäre das denn? Ja, vielleicht nicht so unverdient. Okay, jetzt gewinne ich. Aber da hättest du auch ein bisschen drüber nachdenken können, dass du erst König G7 spielen musst. So, Medarde. Geht da noch mehr? Dann gib das Leder mal her. Ist ein Theoriestudiosis. Das habe ich schon immer gemerkt bei Medarde. Kann links wie rechts. Mittig. Geradeaus. Ich dachte, du Schachmonster. Springer D7. Schüttel dir alles aus dem Ärmel. Kannst doch hier schlagen, Medarde. Ich sag's nur. Okay, Rochade. Medarde studiert meine Eröffnungsserien, schreibt er mir. Deshalb weiß er so viel. Ich wundere mich schon, wo er all diese fantastischen Sachen weiß. Ich schreibe etwas Nettes. Ha, thanks, schreibe ich. Er hat irgendwie einen warmen Text geschrieben. Danke, Medarde. Frohen Vatertag. Ist morgen Vatertag? Also jetzt, ja, Mitternacht, ne? Ich repräsentiere die Wahlheimat genauso gut wie Vater Staat. So ein Amazon Prime gratis Sub hat. Er hat meinen Chessable-Kurs gekauft, ey. Das ist ein reiner Gandalf mit Ade. So, wie gut stehe ich? Nicht so gut, ne? Was haben wir den Läufer los? Effe1893, vielen Dank für den Sub. Ich dachte schon, Sub-Knopf weg kaputt. Dankeschön, Effe. Chat, wenn ihr Prime habt, sub mal rein hier. Was ist denn los? Dame C3. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ich weiß auch nicht, was im Showbiz los ist. Jetzt durch seine warmen Worte. Darmstich D3, Medarde, du hast mich eingelullt mit deinen warmen Worten. Ihr dürft noch, auch normal zusammen, wenn ihr wollt, absolut. Nimm doch, aber ihr glaubt mir jetzt, weil er denkt, dass ich ein krasser Typ bin. Das ist immer gut. Heieiei. Schnell alles abtauschen, bevor ich noch mehr Figuren anstelle. Heieiei. ...602 Subs habe ich nur noch? Es geht bergab, Chat. Es geht bergab. Die Influencer-Karriere. Oder die Streamer-Karriere. Es geht den Berg runter. Trotzdem, vielen Dank an die Subs, die hier den guten Kanal unterstützen. Sagt man den Berg runter oder den Bach runter? Den Bach runter, sagt man, ne?
Red Flag, danke dir. Ist nicht so viel hier, ne, wenn wir mal ehrlich sind. Und ich habe auch die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwie eine Sprengegabel einstelle. Specialist, Dankeschön. Draw accepted, haut's den raus, Dankeschön, das ist nett. Hier, hey, Medarda hat mich weich gemacht. Mir was Nettes zu sagen, was denkt er sich, wer er ist? Okay, ich muss jetzt schnell spielen. Vielen Dank hier, Joker Smiles. Danke auch dir und Jesus Hasselhoff. Das ist leider keine sehr gute Stellung, die wir hier haben. Was kann ich tun? Ich kann auch nicht viel tun, ne? Aber schlecht leider. Medarda, das solltest du weiterspielen, du stehst besser. Ich sag's dir, wie es ist. Jetzt nicht mir die Schuld geben, wenn du es noch verlierst, Medarda. Warum lasse ich die ganze Zeit B4 zu lesen? Geistes. Wie so ein Draufgänger. So, kann ich jetzt irgendwie gewinnen? Ich habe den Nachteil, dass ich nicht besser stehe. Der Vorteil, dass ich mehr Zeit habe. Ich muss ein bisschen provozieren, glaube ich. Nützt alles nichts.
Okay, der 5C3 funktioniert aber, ne? Oh no! Hier, komm, C3. Die Chance kommt nie wieder. Eieiei. Ja, willst du nochmal mit Ade? Ich sag mal letzte. Halsband Lemming, danke für den Sub. Echt ein Theorie-Studiosus. Aber ich auch. Basti, haben wir überall Road to 2-7 abgeschlossen. Was machen wir jetzt hier den Rest unserer Schachkarriere? Mehr wird es nicht werden. Dann spielen wir ja auf 6K. Logisch aus, oder? Wir haben mit Dade ja auch ein bisschen auf Tilt. Diese Steuerungen sind immer relativ unklar. Wegnehmen, oder? Kann ich noch gemeiner spielen? Was soll der Geiz? Jonas, jeder Gegner ist für mich eine Herausforderung hier. Ich glaube, dass ich noch ein bisschen underrated bin, aber das sind hier harte Partien. Schon klar, dass du einen Bauern weniger hast, ne? Ich sag's nur mit Ade. Ich leise ihm das ja nicht klar. Machen Sie sich mal einen Begriff. Nicht mehr so Lust. Ich hätte den Turm ja auch geschlagen. Danke für die Partien. Okay, Chat. 2-7 haben wir. Jetzt wieder Road to 2-6. Damit können wir Monate füllen. Das war der heutige Schachteil.
Eddie sucht einen Trainer. Ja, hier, Aufruf an die Schach-Community. Wenn jemand nicht nur mit deutschem Fernsehpreisträger Etienne Gardet, bekannt von Game One, Giga, NBC, Game Two, Rocket Beans, Porn, Fawn, links, rechts, Zeit verbringen möchte, sondern auch nur noch dafür bezahlt werden möchte, ihn in der edlen Schachkunst zu unterweisen, dann Bewerbung an fabiankrane@rocketbeans.de. Es gibt 30 Euro die Stunde und ganz viel Liebe. Oh, Moment, hier, Eddie ist noch da. Ich habe noch ein bisschen Bedenkzeit, sonst Olli Storck. Ey, da muss ich ja gar keinen Aufruf hier starten, wenn Olli Storck den Job eh schon hat. Denn jeder, der Ede Schach beibringen kann, ist so ein Kandidat für das Sekundantenteam von Magnus, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, das sind unterschiedliche Skillsets. Aber bei Magnus geht's halt viel ums Aussehen. Ein Banausen-Hauke hat nichts am besten anzuahmen. Banausen-Hauke, ey, gib dir mal ein bisschen Mühe. Oh, ich bin müde, Chat. Eddie, falls du noch am Start bist, hast du hier Triple A gesehen? Sehr verrückter Film. Also haben wir ja Schröckert und Tino Hahn, die ganzen Filmkenner, abgefeiert. Aber es ist eckig sehr, sehr irre. Ich habe noch nie so viele Kämpfe mit so vielen Tigern gesehen. Also sehr zu empfehlen. Ich bin auch noch nicht ganz durch. Ich habe so die ersten anderthalb Stunden oder so. Also, ich kann es ist sehr wild. Chat. RRR. Ist auf Netflix. So, ich muss einige Grundsatzentscheidungen treffen. Zum Beispiel bleibe ich heute bis 2.30 Uhr wach. Die Megadance habe ich auch gesehen. Ja, sind sie abgegangen, ne? Muss man Netflix noch auf Englisch schalten? Bei mir nicht. Ich gehe einfach RRR ein, dann kommt der Film noch. Also, ich glaube, mein Netflix ist ganz normal hier auf dem Fernseher in German. Sammy sagt, der geht ja 3 Stunden viel zu lang. Kannst aber die ersten 1,5 gucken, Sammy. Das ist ein super Film. Muss man auf Englisch schreiben? Bei mir kann man einfach. Einfach RRR suchen. Okay, wir beenden den Schachteil des heutigen Abends. Ey, im FM-Medaille schreibt mir so nette Sachen. Ich kann damit nicht umgehen. Ich gehe mal weg. Ich bin ein schlechter Mensch, leider. Aber er war sehr nett. Du musst das amerikanische R benutzen, nicht das deutsche, korrekt. So funktioniert es. RRR. Ich schreibe es mal in den Chat. RRR.